Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen und besonderen Video. Heute geht es um das iPhone 7, das jetzt schon über 2 Jahren auf den Markt gekommen ist. Apple verkauft es immer noch offiziell auf ihrer Seite, wo es aber mit über 500 Euro meiner Meinung nach ordentlich überteuert ist. Wie gut sich das Gerät heute und zukünftig mit iOS 12 schlägt und wo ihr die Geräte mit bis zu 40% reduziert einkaufen könnt, das erfahrt ihr nach dem Intro. Also viel Spaß! Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle an Refurb raus, die dieses Video ermöglicht haben und mir das iPhone 7 zugesendet haben. Ich werde für dieses Video nicht bezahlt oder sonstiges, also könnt ihr sicher sein, dass nichts und niemand meine Meinung beeinflusst hat. Erst einmal möchte ich aber freiwillig noch ein paar Worte zu diesem Unternehmen und deren Ziele sagen. Das Ergebnis habe ich mit dem iPhone 7 vor mir liegen, denn deren Motto heißt wie neu, nur besser. Und das kann ich absolut bestätigen. Das Gerät kommt sorgfältig verpackt an und im Lieferumfang liegen noch ein neuer Stecker mit einem USB auf Lightning-Kabel bei. Ich habe das Gerät gleich genau unter die Lupe genommen und war beeindruckt. Mikrokratzer, die ich bei so einem Gerät erwartet habe, habe ich vergeblich gesucht. Nicht einen konnte ich auf dem Display oder auf der fein verarbeiteten Aluminiumrückseite finden und somit kann ich nur sagen, volle Punktzahl. Den Akku habe ich ebenfalls getestet und er scheint komplett neu ausgewechselt zu sein. Zum Vergleich, mein iPhone X hat nach einem Jahr nur noch eine maximale Kapazität von 93%. Refurbed möchte immer mehr Leute darauf aufmerksam machen, dass Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt und man gleichzeitig für weniger Geld dieselbe Qualität erhält. Aber mehr Videos zu dem, was Refurbed macht, gibt es auf ihrem YouTube-Kanal, den ich euch wie auch ihre Seite unten verlinkt habe. Nun aber zum Gerät selbst. Wie gut ist dein iPhone 7 mit iOS 12 und ist es noch einen Kauf wert? Da ich das Thema Akku kurz schon angesprochen habe, geht's damit auch gleich weiter. In dem Gerät wurde ein 1960 mAh Lithium-Akku in einem Top-Zustand verbaut. Wer mich kennt, weiß sicher, dass ich zu den extrem Smartphone-Usern zähle. 5 Stunden Nutzung pro Tag kommen bei mir locker zusammen. Ich mache alles mit dem Smartphone, da ich es auch immer bei mir dabei habe. So werden zum Beispiel auch meine Skripte und Notizen auf dem Handy geschrieben. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich bei meinem Konsum nicht durch den Tag gekommen bin, ohne das iPhone am Abend kurz noch einmal aufzuladen. Im Vergleich zu meinem iPhone X ist das aber kein großer Unterschied. Der Akku ist nur minimal größer, wie auch dessen Display. Leute, die wie ich anspruchsvolle Apps nutzen und viel am Smartphone sind, sollten daher zum Plus-Modell greifen. Alle anderen werden aber garantiert mit der Akkulaufzeit des iPhone 7 klarkommen. Da das Gerät ja wie neu und ohne Makel ist, kann ich die Resistenz nicht beurteilen. Dennoch kenne ich viele iPhone 7 User, deren Gerät öfter mal auf den blanken Boden gefallen ist, aber außer ein paar Schrammen nichts weiteres passiert ist. Ich trage das iPhone 7 jetzt circa schon einen Monat mit mir durch den Alltag, ohne Schutzfolien oder sonstiges und wenn ich genau hinschaue, kann ich nur minimale Mikrokratzer auf dem Display erkennen. Die superresistente Aluminiumrückseite fühlt sich extrem hochwertig an und liegt meiner Meinung nach auch viel besser als Glas in den Händen. Nun aber zur Kamera, wo die meisten von euch mehr als zufrieden sein können. Wir haben hier eine 12-Megapixel-Kamera mit einer f1.8er-Blende. In den Beispielen könnt ihr euch ein eigenes Urteil über die Performance und die Qualität der Bilder machen. Zusätzlich kann man noch in 4K und 30 Bildern pro Sekunde filmen oder Slow-Mos in 1080p und 120 Bildern pro Sekunde machen. Um die Resultate zu verfeinern, hilft uns eine optische Bildstabilisierung. Live-Fotos, fünffacher digitaler Zoom, HDR-Fotos und True-Tone-Blitz fehlen natürlich auch nicht. Die Selfie-Kamera bietet uns nur 7 Megapixel mit einer f2.2er-Blende. Zusätzlich kann man in HD FaceTime-Anrufe machen und in 1080p filmen. Wir haben hier ein 4,7 Zoll Retina HD-Display mit einer Pixeldichte von 326 ppi. Hört sich erst nach nicht viel an, ist aber im Alltag kaum bemerkbar und stört auch nicht. Wenn man nicht gerade 5 cm vor dem Display klebt, wird man auch keine Pixel sehen und somit ist die Auflösung bei einer normalen Nutzung für ein Mittelklasse-Smartphone völlig ausreichend. Die Farben kommen natürlich rüber, der Schwarzwert ist gut und die Blickwinkel sind auch echt super. Mehr als das interessiert uns aber nun, was hinter dem Ganzen steckt und wie flüssig die Software mit iOS 12 läuft. iOS 12 ist für mich eine Überarbeitung und Verfeinerung von iOS 11, denn viel hat sich zumindest optisch in der Software nicht getan.
Dennoch flitzt das iPhone 7 durch die Apps und anspruchsvolle Grafikspiele sind auch kein Problem. Stockend läuft hier so gut wie nichts und die Apps werden auch super schnell geöffnet. Nur selten kam es vor, dass das Smartphone warm geworden ist. Software und Hardware sind super aufeinander angepasst, sodass auch 2 GB RAM im Alltag völlig ausreichen. Wie wir ja wissen, ist hier der A10 Chip mit 2,3 GHz verbaut. Als ich von meinem iPhone X auf das iPhone 7 gewechselt habe, hat mich der Fingerabdrucksensor einfach nur geflasht und mir zu spüren gegeben, wie langsam doch Face ID ist. Im Alltag ist es echt super praktisch. 3D Touch ist ein Feature, was in meinem Alltag auch nicht mehr fehlen darf und ich benutze es sehr oft. Mit den Updates bekommt es immer mehr Funktionen und das kann ich einfach nur wertschätzen. Den Vibrationsmotor hat Apple wohl am besten von allen hinbekommen, denn wie im iPhone 6s nur noch größer ist die Taptic Engine verbaut, die alles realistischer gestaltet und, wenn sie angewendet wird, ist es einfach nur ein cooles Erlebnis. Zum Beispiel haben wir ja im iPhone 7 keinen physischen Homebutton mehr verbaut und doch fühlt sich beim Drücken auf den Knopf alles sehr realistisch an. Und das wird einem nur klar, wenn ihr das Gerät mal komplett ausschaltet und dann merkt, dass beim Drücken gar nichts mehr passiert. Im Großen und Ganzen kann ich nur sagen, dass dieses Handy ein sehr zuverlässiger Begleiter durch meinen Alltag war. Wie gesagt, sollte man es sich überlegen, wie viel man das Gerät am Tag wegen des Akkus benutzt, aber ansonsten kann man bei einem Kauf definitiv nichts falsch machen. Und das soll es auch schon gewesen sein. Danke für euer freundliches Zusehen und natürlich freue ich mich auch über eine Bewertung und euer Feedback unten in den Kommentaren. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt mit diesen Worten und wir sehen uns nächstes Mal. Bis dann. Ciao.